Es beginnt der Berufungsprozess gegen Rainer Winkler. Rainer Winkler wird schwere Körperverletzung und Beamtenbeleidigung vorgeworfen. Ein kleiner Tag für die Welt, ein großer Tag für die Gesellschaft dort, ja. Es ist jetzt hier natürlich auch sehr einseitig berichtet. Das ist schon eklig. Moin Leute, nicht wundern, wenn ich mich heute ein wenig wehleidig anhöre. Ich habe wieder die Männergrippe und ich werde wahrscheinlich daran verrecken, ja. Das Wochenende war geil mit dem Boys Club, so unter Jungs, aber ihr kennt uns ja, haben alle rumgemacht, Viren ausgetauscht. Ich sag's immer wieder, Homosexualität einfach verdammt tödlich. Das ist abscheulich. Ich will mehr hören. Gut, hätte man sich theoretisch auch von Frauen holen können, aber wir nutzen hier natürlich jede Gelegenheit, um gegen schwule Leute zu schießen. Muss Drachenlord ins Gefängnis? Das gucken wir uns heute an. Und übrigens, wenn ihr das hier seht, da bin ich wahrscheinlich gerade live im Stream und werde da in einem Sarg wahrscheinlich davongetragen. Ich habe da was geplant, dass wenn man in einem Sarg reinkommt, da lege ich mich rein und stehe nicht mehr auf. Ja, also wenn ihr mir gute Besserung wünschen wollt oder mir eine gute letzte Reise wünscht, dann kommt einfach ins Stream vorbei auf Twitch. Wir gucken mal, was SternTV sagt und wann der Drachenlord ins Kittchen kommt. Verdammt nochmal, yep. Heute 9 Uhr im Landgericht Nürnberg. Es beginnt der Berufungsprozess gegen Rainer Winkler, besser bekannt als der YouTuber Drachenlord. Während er im Gerichtssaal auf den Beginn der Verhandlung wartet, versammeln sich draußen Polizisten und etwa 100 Schaulustige und Hater. Menschen, die Rainer Winkler hassen, ihn mobben oder sich über ihn lustig machen. Ich glaube, was hier passiert, das bewegt ganz... Hassen, mobben oder lustig machen, ist schon maximal interessant geframed von SternTV. Ganz, 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 ganz großes Kino. Ja, also normale Leute können da schon mal nicht stehen. Internetdeutschland, wenn man das verpassen würde und die Chance dazu hätte, dann würde man sich sehr ärgern. Das ist Wahnsinn, das ist ja das Ende einer Ära, wenn der Mann wirklich... Den kennt man irgendwoher, ne? Der kommt mir bekannt vor. Oder sieht er nur aus wie jemand, der mir bekannt vorkommt? Schreibt's mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Irgendwo, keine Ahnung, ich glaube, ich habe den Typen schon mal irgendwo gesehen. Keine Ahnung. Habe ich mit dem am Wochenende rumgemacht? Ich weiß nicht. Ach, schwierig. In den Bau geht auf Deutsch. Also, das zu verpassen wäre nichts verzeihen. Rainer Winkler wird schwere Körperverletzung und Beamtenbeleidigung vorgeworfen. Er soll 2 Hater attackiert und einen Polizisten beleidigt haben. Bereits letztes Jahr wurde er deswegen zu 2 Jahren Haft verurteilt, ohne Bewährung. Doch der YouTuber wehrt sich gegen dieses Urteil jetzt. Er sagt, er sei unschuldig. Ich finde das Urteil ungerechtfertigt. Immerhin bin ich es, der unter psychischem Druck steht, der permanent verbal, körperlich und psychisch angegriffen wird. Also selbst wenn, gibt dir das ja nicht das Recht, auf andere mit irgendwelchen gefährlichen Gegenständen zu werfen, wie zum Beispiel Tassen oder was er sonst noch gemacht hat. Also, er wollte das ja auch dann so als Notwehr verkaufen, ne? Wir sind so knapp davor, dass ich meine Beherrschung endgültig verliere. Na, wir gucken mal erstmal, worum es hier gleich geht, ne? Aber also seine Definition von Notwehr, die ist, Leute, ey, die ist vogelwild. Die ist vogelwild. Ja, genau wie sein Haarschnitt hier. Wild. Ich wurde mit Messern, Schlagstöcken und was weiß ich alles verletzt, angegriffen und was weiß ich alles noch. Und trotzdem stehe ich vor Gericht, wo mich verteidige und was weiß ich alles. Und das auch noch als Schuldiger. Also hier möchte ich erwähnen, also wenn es wirklich Leute gibt, also da muss man immer ein bisschen differenzieren, man muss immer vorsichtig sein, weil der Herr Rainer Winkler erzählt viel, wenn der Tag lang ist und nicht lang, wenn der Tag viel ist. Das wäre sehr merkwürdig. Ihr seht, ich scheide dahin, meine Wortspielpräzision ist einfach nicht mehr da. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen, wollen wir mal eine Runde starten? Und ja, da muss man immer aufpassen, aber wenn das tatsächlich passiert ist, dass er mit Messern und Schlagstöcken angegriffen wird, dann ist das natürlich absolut zu verurteilen, egal wer das tut. Ja, das gehört sich absolut nicht, ja, und gehört kritisiert. Am vergangenen Mittwoch wird Rainer Winklers Haus abgerissen. In Altschauerberg, einem Dorf knapp 40 Kilometer von Nürnberg entfernt. Der Abriss ist die Folge einer skurrilen Auseinandersetzung zwischen dem YouTuber Drachenlord und seinen Hatern. Über Jahre hinweg sind es immer wieder die gleichen Szenen. Die Hater mobben und provozieren Rainer Winkler. Im Internet oder direkt vor seinem Grundstück. Der rastet aus. Alles wird gefilmt und online gestellt. Du bist der fetteste Na, da ist er zum Beispiel gerade handgreiflich geworden, logischerweise, ne? Also ich kann ja seine Frustration verstehen, aber das Problem ist halt an der Stelle. Also die kommen ja auch immer wieder, weil es halt immer wieder anfacht. Das ist halt auch das Ding, ne? Also er lässt ja auch nicht locker, ne? Also wie gesagt, er hätte ja aus der Stelle auch schon öfters einen Ausweg gehabt. Einfach, wie gesagt, nicht mehr provozieren die ganze Zeit. Und er provoziert es ja extra. Also das könnte er mir ja nicht erzählen, dass er teilweise extra provoziert hat. Und natürlich gibt es Leute, die dann übers Ziel hinausschießen, ne? Und ja, wie gesagt, aber das ist ja nicht die ganze Bewegung, ne? Die meisten Leute gucken sich ja einfach YouTube-Videos über ihn an und kritisieren ihn.
Und ja, ne, sicherlich waren auch irgendwelche Verrückten dabei, die ihm da irgendwelche Scheißsachen angetan haben, ne? Wie zum Beispiel, da wurde einmal mit Eier beworfen oder so, ne? Das ist natürlich auch, also keine Ahnung, das geht einfach nicht, weißt du? Dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ihr seid tot, Alter. Ihr seid tot, Scheißhater, Alter. Schwör ich euch. Ich spüre, wie meine Gehirnzellen selbst mitbegehen, weil die deine Scheiße ertragen müssen. Du hast doch nur zwei. Deshalb warst du ja auf der Sonderschule. Ich? Ja, und? Ich bin als Sonderschüler besser als ihr alle zusammen. Mit zwei Hatern sprechen wir vor Ort, die anonym bleiben wollen. Sie sind gekommen, um den Abriss der sogenannten Drachenschanze live zu sehen und zu filmen. Ich war gestern das erste Mal hier, um mir das einfach nur noch mal an. Ein kleiner Tag für die Welt, ein großer Tag für die Gesellschaft dort, ja, definitiv. Zu schauen, den Abriss sozusagen, weil wir eben dachten, dass das diese Woche stattfindet. Mhm. Hatten ja auch riesiges Glück damit. Das ist so ein sozusagen historischer Moment. Das Video dieses historischen Moments wird direkt bei Telegram in einer Hatergruppe online gestellt. Fast 30.000 Menschen sind in dieser Gruppe. Es hagelt gehässige Posts und Kommentare. Arme Schanze, die konnte doch nichts dafür, dass so ein dreckiger Oger in ihr gelebt hat. Glaube, der Oger ist psychisch am Ende. Das ist halt echt das Ding, ne? Also, wenn man es drauf anlegt, ja, ne, wie SternTV zum Beispiel hier, ne? Also beispielsweise halt dann in diese Gruppen reingucken, die halt voller Insider und sonst was sind, ja, dann wirkt das natürlich absolut bodenlos, ne? Also, ne, also das Problem ist, in dem Fall muss man es natürlich irgendwie auch mit Kontext sehen. Logischerweise. Es ist jetzt hier natürlich auch sehr einseitig berichtet. Ich frage mich noch, ob auf die andere Seite eingegangen wird, wie, also der Drachenlord es halt immer wieder provoziert hat und alles, ja. Also, das frage ich mich an der Stelle halt echt, ne? Oder dass der Drachenlord beispielsweise auch, ne, probiert hat, ne, ich sage es mal in Anführungszeichen, Kinder zu groomen mit Spielzeugen auf Discords oder sonst was, ne, das ist, also sind ja alles Sachen, die hier bis jetzt noch nicht erwähnt wurden oder so, ne, also, ne, oder dass er generell auch, keine Bereicherung ist fürs Internet, sag ich mal, ja, also überhaupt nicht, ja, also, sondern dass er seine Reichweite eher für negative Sachen genutzt hat. Olina, komm vorbei, ich habe ein Spielzeug für dich da. Yeah. Endlich ist diese widerliche, versiffte Schanze abgerissen. Für den Buttergolem muss das Auto und das Hotel reichen. Rainer Winklers Internetkarriere beginnt harmlos vor etwa 10 Jahren in seinem Elternhaus. Er macht das, was viele Menschen online machen: YouTube-Videos. Er träumt von Anerkennung, von Aufmerksamkeit und davon, mit Klicks Geld zu verdienen. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Alter, wirklich, die Frisur wird immer wilder. Also eben war sie noch gerade nach oben, jetzt gehst du so in zwei Richtungen, wie so eine, ich weiß nicht, wie so eine Antenne. Ich bin mittelschwer verwirrt. Das ist wild. Rainer Winkler muss früh einen Schicksalsschlag verarbeiten. Sein Vater stirbt bereits mit 57 Jahren an Krebs. Im Internet findet er die Möglichkeit, sich zu verwirklichen, wie uns der Polizist Siegfried Archut erzählt, der den YouTuber und seine Familie gut kennt. Meiner Meinung nach hat er Erfahrungen mit Mobbing gemacht, bereits im Kindesalter. Und ich glaube, dass ihn das schon sehr geprägt hat. So wie ich es einschätze, war er vorher sozial sehr isoliert, hatte keine Freunde und hat dann eben festgestellt, dass das übers Internet leichter möglich ist. Und er dadurch aus seiner Bedeutungslosigkeit herauskommt. Der ehemalige Sonderschüler filmt sich bei banalen Dingen, wie Headbangen. Hey. Beim Spazieren. Die Sonne geht gerade auf. Richtig brutal, blendet mich gerade richtig. Beim Computerspielen. Doch wie der selbsternannte Drachenlord aussieht, wie er redet, gefällt vielen Zuschauern im Netz nicht. Das Mobbing beginnt. Naja, also es geht ja auch darum, was er sagt. Und dass er also durchgehend lügt im Prinzip. Also es ist ja nicht nur, wie er redet, sondern also was er sagt, logischerweise. Es ist also krass einseitig, diese Doku. Was steht denn hier in den Kommentaren drin? So, bop, man mag von Rainer halten, was man will, aber dieser organisierte Hass gegen ihn ist einfach nur mehr als armselig.
Die beiden vor dem Haus sind einfach so maximal peinlich, egal ob Hater oder nicht. Oh, die sind hier tatsächlich alle auf der Rainer-Seite her. Nie gesagt, dass ich das mal sage, aber beim Taschenlampen-Hater hat Rainer alles richtig gemacht. Was war denn der Taschenlampen-Hater? Kommt bestimmt gleich noch. So, wie krass muss man drauf sein, einen Typen so heftig fertig zu machen? Oh Gott, Alter. Die sind hier ja alle, also, die stehen ja alle voll hinter dem Drachenlord. Ja. Ein Tanz. Das Witzige ist, es ist beim Drachenlord immer nur eine Frage der Zeit. Also er hat immer Leute, die ihn verteidigen, bis sie sich näher mit ihm beschäftigen. Und dann wechseln die irgendwann auf die andere Seite. Mal gucken, das Ding ist jetzt hier schon ein bisschen älter. Ich bin mir sicher, es kann nicht mal lange dauern, bis wir die auf unserer Seite haben, wenn sie es nicht schon längst sind. Der Wischmob. Du bist von Hochdeutsch so weit entfernt wie von deinem Idealgewicht. Der sitzt auf seinem Stuhl echt wie ein Kartoffelsack, Alter. 2014 kontaktiert einer der Hater Rainer Winklers Schwester. Der YouTuber ist sauer und begeht einen folgenschweren Fehler. Er gibt seine Adresse preis. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Ja, letztlich war das der Startschuss, als er seine Adresse selbst öffentlich gemacht hat und die Hater aufgefordert hat, ihn aufzusuchen. Haben die das nicht? Das war wie der Anfang von One Piece, wer es kennt. Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Und damit brach das große Drachen-Game-Zeitalter an. Eieieieiei, damit, also was er damit losgetreten hat. Also ich glaube sogar der Drachenlord müsste das mittlerweile bereuen. Das war keine gute Idee. Natürlich als willkommene Einladung angenommen. Im April 2015 tauchen erste Videos von seinem Haus online auf. Im Laufe der Zeit kommen immer mehr Hater, um den Drachenlord live zu sehen und ihn zu provozieren. Immer wieder eskaliert die Situation. Früher oder später wird der Blitz schon drin, du Sau. Ich heiße Winkler! Rainer, bitte. Der Online-Hass schwappt zunehmend in die Realität. Auch nachts kommen die Hater und terrorisieren den Drachenlord. Eine Überwachungskamera filmt mit. Boah, also, das ist schon eklig. Also nachts vor der Tür stehen und Beleidigungen reinzuschreien, ist schon hart, Alter. Das ist echt. Das Ding ist, es gibt halt immer Leute, die reinscheißen. Es gibt wirklich immer Leute, die halt zu weit gehen. Das ist halt das Phänomen auch des Internets, ne? Und also ich habe wirklich ein Problem damit, wenn man sagt, also wenn man halt, wenn die Leute jetzt für die ganze Bewegung stehen sollen, ne? Weil es ist ja nun mal so, Rainer ist halt ein problematischer Mensch. Das ist halt das Ding, ne? Und das, was die machen, ist sicherlich auch problematisch, selbstverständlich, ja? Oh. Es ist jetzt ganz früh am Morgen. Man sieht es, die Sonne geht gerade erst auf. Und zwar ist folgende Situation passiert. Man sieht es hier schon am Hof. Hier ist heute Nacht wieder übelste Randale gewesen. Rainer Winkler reagiert zunehmend gereizt und schießt online zurück. Ein Großteil von euch wette ich 100.000 Euro drauf. Ein Großteil von den Hatern ist arbeitslos. Oder wie er. Jemand, der sein ganzes Leben auf dem Bau arbeitet und damit nicht genug verdient, weil er zu dumm ist, einfach aus seinem Leben mehr zu machen, als es ist. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Die armen Bauarbeiter, Alter, die ackern. Ja, wir brauchen den Beruf als Bauarbeiter auch, ja. Ne? Das ist auch ein wichtiger Beruf, sonst würden wir alle immer noch irgendwie im Wald hocken, wie bei Seven vs. Wild. Übrigens, was mich interessieren würde, interessiert euch Seven vs. Wild? Ich sehe, auf anderen Reaktionskanälen geht die ganze Thematik ganz schön ab. Ne, da ist ja auch ein bisschen Beef. Ich gucke das privat. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann einfach mal Bescheid geben. Einfach mal schreien und dann weiß ich Bescheid. Ja. Die Polizei hat vor Rainer Winklers Haus täglich Einsätze. Ich habe für ein Jahr mal eine Auswertung machen lassen. Überschlagsweise sind wir auf 2000 Einsatzstunden in einem Jahr gekommen. Wow. Wenn man die tägliche Einsatzbelastung betrachtet, von 5 bis 10 Einsätzen am Tag, dann ist das sicherlich ein Viertel bis ein Drittel der Einsätze, die man abzuwickeln hat. Die Hater machen sich in den sozialen Medien über Rainer Winkler lustig. Sie verstehen ihr Mobbing als Spiel.
Jetzt hat er einfach einen Gartenschlauch mittlerweile. Ach du Scheiße. Was ist das hier, der Gartenschlauch? Medien über Rainer Winkler lustig. Das hatte mir mal ein Kollege von mir gesagt, ne? Das ist Just Nero, dass er mal mit dem Gartenschlauch nass gemacht wurde. Ich glaube, er war das, ne? Oder war das Imp? Nee, ich glaube, das war Robin. Sie verstehen ihr Mobbing als Spiel, nennen es Drachengame. Das Game hätte angeblich ein konkretes Ziel. Sauerstoff für meine... Ich denke, der Großteil der Gemeinschaft wird sagen, dass das übergeordnete Ziel ist, dass er sich halt aus dem Internet löscht. Genau, dass er seine Internetpräsenz einstellt, weil es ihm auch merklich einfach nicht gut tut, auch wenn er das nicht einsehen will. Ereignisse rund um Rainer Winkler werden in... Also wie gesagt, ich sag's immer wieder, normalerweise bin ich kein Fan von lösch dich aus dem Internet und gut ist, aber es wäre wirklich die beste Alternative für ihn. Es wäre einfach, also das Beste für alle Beteiligten. In der sogenannten Drachenchronik absolut festgehalten. Es gibt Facebook-Gruppen, Fanartikel bei Amazon und zahlreiche Fake-Profile von ihm. Manche Hater bestellen in seinem Namen Sachen oder rufen die Feuerwehr. Sie streuen Falschinformationen über Rainer Winkler. Im August 2015 lernt er diese junge Frau im Netz kennen und verliebt sich offenbar in sie. Sie nennt sich Erdbärchen und gibt vor, seine Freundin zu sein. Meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Das Ganze geht so weit, dass Rainer Winkler ihr im Livestream einen Antrag macht. Also im Prinzip... Heißt sie eigentlich Erdbeere wegen dem Bandana, weil das so rot ist? Oder war das einfach ihr Username? Oder warum nennt er sie Erdbeere oder Erdbärchen? Oder warum nennt sie sich so? Ist das dann dieses Trademark hier mit dem Bandana, dass das so zusammenpasst? Sieht ein bisschen bärenhaft aus, keine Ahnung. Ja? Will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst? Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber ja. Warum fragt er sie das auch live? Das ist auch so wild. Doch es stellt sich heraus, Erdbärchen... Und die kennen sich ja nicht lange. ...Erdbärchen ist eine Haterin, die ihm eine Falle gestellt hat. Vor über 5000 Zuschauern stellt sie ihn live bloß. Du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist auch echt fies. Der Drachenlord Rainer Winkler ist tief verletzt. Ich hab gesagt, ich stehe dazu. Besonders perfide, je heftiger er gemobbt wird, je heftiger Rainer Winkler reagiert, desto mehr Klickzahlen gibt es. Mit seinem YouTube-Kanal knackt er als Drachenlord irgendwann die 100.000 Abonnenten. Über Werbung in seinen YouTube-Videos verdient er angeblich mehrere tausend Euro pro Monat. Er entscheidet wohl auch deswegen, das Drachen-Game mitzuspielen. Ein Teufelskreis. Ich zähle quasi die ganzen Spieß mit den Hatern rum. Ich sorge dafür, dass die Hater kommen und weitermachen und weiter trollen. Meine Videos schauen, meine Videos negativ bewerten, denn das Ganze pusht es nach oben. Na, hat das schon verstanden, ja, und probiert dann daraus Profit zu ziehen und das ist nicht gut ausgegangen, ja. Und heute sieht das immer noch nicht ein, ja. Das ist halt das Ding. Ja? Das war in dem Fall einfach die Profitgier und Naivität einfach, ne, das halt weiterführen zu wollen. Ne? Deshalb hat das ja auch immer wieder provoziert und losgetreten. Und ja. August 2018. Das Drachengame ufert völlig aus. Zahlreiche Hater haben sich online verabredet und reisen nach Altschauerberg zum Drachenlord. Eine Mischung aus Hassdemo und Festival, trotz Versammlungsverbots. Insgesamt 900 Menschen terrorisieren an diesem Tag einen Menschen. Beim Hausabriss vor ein paar Tagen haken wir bei den Hatern nach. Haben Sie kein Bewusstsein dafür, dass Sie zu weit gehen, dass Sie Grenzen überschreiten, dass Sie auch Straftaten begehen? Natürlich, es gibt ja Vorfälle und es gab Vorfälle, die wir nicht begrüßen können. Selbstverständlich nicht Sachbeschädigung. Rübersteigen über den Zaun, Hausfriedensbruch. Wenn jetzt einer Winkler so etwas widerfährt, ja, dass er angegangen wird und dann aggressiv reagiert, haben Sie dann Verständnis dafür? Nein. Warum nicht? Ich denke, er hat es verdient. Die Nachbarn von Rainer Winkler bekommen den Terror hautnah mit und sind teilweise mit den Nerven am Ende. Das ist Wahnsinn. Das kommen ja immer ganze Scharen. Man liegt im Bett, es ist alles dicht und man hört ihn schreien.
So brüllt er darum. Das Ganze geht so weit, dass unsere Kinder nicht alleine im Garten spielen. Unsere Frauen hier am Ort gehen, wenn es dunkel ist, nicht alleine auf die Straße. Und das mitten in Bayern, in einem 38-Einwohner-Ort. Das ist eigentlich unglaublich, unfassbar. 28. Oktober 2021. Das Drachengame kommt zu seinem traurigen Höhepunkt. Rainer Winkler sitzt nach den jahrelangen Hater-Attacken als Angeklagter vor Gericht. Ist auch wild, was er zu dem Termin angezogen hat. Einfach ein Slipknot-T-Shirt. Slipknot. Wie spricht man das aus? Eins von beiden, ja. Mit einem riesigen Loch da drin. Ja, schon, also es ist wild, generell einfach. Na, die Schuhe, die waren auch wild. Also einfach, hat sie richtig hübsch gemacht für den Tag. Er soll unter anderem diesen jungen Mann mit einer Taschenlampe geschlagen haben. Wir waren damals da, wir sind an dem Grundstück vorbeigegangen. Und dann ging da eine riesen Alarmanlage mit Scheinwerfern an. Und naja, da hieß es schon noch, verpisst euch, und sowas wurde gerufen. Und dann wurden wir auch gleich beleidigt, als Pizzagesicht wegen meiner Akne. Und ich war damals ein bisschen dicker, bei mir hat er dann Fettmoppelchen gesagt. Und kreativ, auf jeden Fall. Pizzagesicht. Naja, dann haben... Da muss man erstmal so schnell drauf kommen aus dem Affekt. Haben wir uns halt nicht gefallen lassen wollen. Haben wir ein bisschen provoziert. Bei der uns provoziert. Und dann, hat er gleich mit der Taschenlampe durch den Zaun durchgeschlagen. Das Amtsgericht entscheidet damals, Rainer Winkler soll wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung für 2 Jahre ins Gefängnis. Ein Urteil, das für Kritik sorgt. Jurist und Experte für IT-Recht Chan Jo-Yoon zweifelt in einem YouTube-Video das Urteil an. Das Video ist nicht mal eine Stunde online, da bekommt der Anwalt einen Shitstorm der Hater. Ich bin ja schon lange im Internet unterwegs und befasse mich mit Hasskriminalität und habe auch schon Morddrohungen. Es gibt noch andere Richter auf YouTube außer Christian Solmecke und Alexander Boos. Ich bin schockiert. Wo kommt der denn her? Sag mal, wo kommst du denn her, verdammt nochmal? Und selbst erlebt. Chang Jo-Yoon. Ich hatte tatsächlich nicht. Warum machst du das? Mach doch Karate oder so. Verdammt nochmal, um mir mal ein bisschen rassistisch zu... Nein, Spaß. Nicht damit gerechnet, dass es mit dieser Geschwindigkeit und Intensität kommen würde. Die Kommentare waren teilweise sachlich, teilweise waren es aber wüste Beschimpfungen, rassistische Beleidigungen. Die ganze Bandbreite, was man so mit Worten ausdrücken kann. Chan Jo-Yoon glaubt, dass das Urteil auf wackeligen Füßen steht. Ich habe mir die Frage gestellt, lag da eine Notwehrsituation vor? Hat der Rainer Winkler womöglich in Notwehr gehandelt, als er zum Beispiel die Angreifer auf seinem Grundstück eingefangen, in Schwitzkasten genommen hat? Und ja, aber da war doch ein Zaun dazwischen. Also wenn er mit der Taschenlampe durch den Zaun durchschlägt, ist er ja ein Zaun dazwischen, logischerweise. Ja, aber gut. Ich habe festgestellt, dass das Gericht keine Notwehr angenommen hat. Also wenn die auf der anderen Seite vom Zaun sind und dann passiert sowas, okay. Hatte, was man durchaus auch anders hätte sehen können. Aha. Anders sieht das auch Rainer Winkler. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und entschieden, sein Haus an die Gemeinde zu verkaufen. Er macht vor knapp 4 Wochen dieses Video, einen Tag vor seinem Auszug. Ich habe mit YouTube angefangen, Geld zu verdienen und habe dann, als ich gemerkt habe, dass ich damit Geld verdienen kann, gehofft, dass ich irgendwann so viel Geld damit verdienen kann, dass ich mein Grundstück und alles halten kann und damit ich was erreichen kann. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das nicht funktioniert, weil ich jetzt aufgrund der ganzen Hater und so weiter mein Grundstück und mein Haus verkauft habe. Man könnte sagen, ich habe auf ganzer Strecke abgelost. Ja, hat sich auch halt verzockt, ne? Also er hat das Game ja immer wieder angefacht, ne? Weil er daraus Profit ziehen wollte. Hat sich an der Stelle auch einfach verzockt. Mit diesem Auto fährt Rainer Winkler seit dem Verkauf des Hauses quer durch Deutschland. Manchmal schläft er in dem Auto, manchmal in Hotels. Regelmäßig streamt er live. Ey, fuck, ich habe nicht mal eine Wohnung gekriegt, die auf Regierungsebene gesucht wurde, auf Staatsebene gesucht wurde, weil der Vermieter mich ablehnt, da einzuziehen, dass dies dann das Leben zur Hölle machen. Und auch seine Hater machen weiter. Sie veranstalten aktuell eine Art Schnitzeljagd mit dem Drachenlord. Videos davon werden in Telegram-Gruppen hochgeladen. Er wird auf der Autobahn verfolgt. Polizei! Rainer! Rainer Winkler scheint zeitweise mit den Nerven am Ende zu sein. Ihm fehlt offenbar eine Perspektive, wie sein Leben weitergehen soll. YouTube löschen und arbeiten gehen einfach. Ganz entspannt. Das ist das Einzige, was die Leute wollen. Dass du
auf YouTube keine Scheiße mehr laberst. Also, wie gesagt. Die Hater haben entschieden, 8 Jahre lang so lange zu mir zu reisen, bis ich mein Haus verkauft habe und umgezogen bin oder weggezogen bin. Die Hater haben entschieden, so lange auf mich loszugehen, bis ich mich in den Selbstmord treiben lasse. Was genau erwarten die Hater von mir? Was genau versuchen sie zu machen? Sie versuchen mich in den Selbstmord zu treiben. Nee, die wollen einfach, dass du YouTube löscht, weil du nur Scheiße machst auf YouTube. Das ist das Ding. Das ist seit Jahren dieses Unterfangen. Ja, ne? Und klar gibt es extreme Leute da auch drunter, die sind zu verurteilen. Aber diese extremen Leute wird es leider immer geben. Wie gesagt, ne? Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das noch weitergehen soll. Rainer Winkler spricht von Selbstmord. Wir konfrontieren die Hater damit. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass er von Selbstmord gesprochen hat. Meiner Meinung nach macht er das nur, wenn er Aufmerksamkeit braucht. Haben Sie da kein schlechtes Gewissen? Nein, wieso? Wir haben ihn ja nicht aus der Schanze getrieben. Die Hater zeigen wenig Selbstkritik. Heute um 20.30 Uhr entscheidet dann das Gericht, Rainer Winkler muss nicht ins Gefängnis. Wegen Beleidigung, Verleumdung und schwerer Körperverletzung bekommt er 1 Jahr auf Bewährung. Ja, und das framet er ja heutzutage auch öfters mal nach dem Motto, er war unschuldig, ja? Ne? Also das hat er auch gar nicht richtig verstanden, dass er Bewährung bekommen hat. Das ist ja das nächste Problem. Ne? Der hat dann quasi gesagt, okay, er muss nicht in den Knast, also ist er unschuldig. Ne? Also auch das hat er wieder umgeframed. Wie gesagt, ist halt, er lebt halt in seiner ganz eigenen Welt und dreht sich immer alles so, wie es ihm passt. Und das, also SternTV ist ja einfach zu 100% auf das Narrativ aufgesprungen. Also zu 100%. Also da war ja in keiner Form irgendwas irgendwie differenziert. Ne? Und natürlich kann man die Sachen, die hier gezeigt wurden, kritisch sehen. Aber das ist ja hier wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Also krass, da hätte ich SternTV echt mehr zugetraut. Das ist echt traurig. Es gibt, ja gut, ne, es gibt nämlich noch ein Video von SternTV. Ich dachte, die beiden sind ein bisschen differenzierter, aber da müssen wir uns mal gucken, ob wir uns das andere auch noch angucken, weil das ist ja echt, also wirklich sehr, sehr hart einseitig. Okay, na gut, der macht ja Ofenkäse hier, differenziertere Arbeit. Na, und der ist ja klar positioniert. Ach du heilige Schande. Na gut, Leute, ey, ich habe mich hier heute durchgeschleppt in meiner Krankheit. Mal gucken, ob ich gleich noch streame. Ich merke, wie meine Lebenskraft dahin schwindet. Ja, aber könnt ihr mal gucken auf jwiddle77. Vielleicht bin ich gerade online. Dann könnt ihr mich auf meiner letzten Reise begleiten. Ich sage tschüss, die Müsli. Ich sage ciao, Kakao. Und Ave Maria, ja. Bis zum nächsten Mal. Yeah.